Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich, euch heute Abend wieder begrüßen zu können. Technik sollte wieder funktionieren. Hoffen wir, dass wir ohne Störung durchkommen. Ja, ich freue mich, dass gleich wieder einige mit dabei sind, andere sich vielleicht dann noch dazu schalten werden. Wer zu spät kommt, kriegt immer das, was er noch zum Essen bekommt. Ist dann selber schuld. Gut, wir haben heute wieder ein Thema, das wir uns vorgenommen haben. Ihr seht an der Überschrift, dass wir das Thema in einem zweiten Teil fortsetzen über das Leiden des Messias und der anschließenden Frage, musste das so sein? Üblicherweise stellen wir diese Frage nicht im Zusammenhang mit dem Elia, also mit dieser Prophezeiung des Elia aus Malachi 3,22, ob dieser Elia leiden musste, sondern die Frage wird ja üblicherweise nur gestellt, ob Jesus leiden musste. Aber ich hoffe, dass wir bisher schon erkannt haben, dass es keine Erfindung von mir ist, dass ich diese Frage stelle, sondern wenn wir das Neue Testament studieren, wenn wir Jesus in Bezug auf das, was er über die Prophezeiung aus Malachi 3,22 sagt, über das Kommen des Elia, wenn wir das beachten, was er dazu gesagt hat und wir hier Johannes den Täufer als Erfüllung dieser Prophezeiung in Verbindung gebracht hat und dabei zum Ausdruck gebracht hat, dass sein Schicksal in Parallele läuft und laufen würde wie das des Elia. Und wir sind ja, wir gehen ja gleichzeitig im Hintergrund unserer Thematik der Frage nach, wie Jesus eigentlich darauf kommt, dass er in Markus 9, 12 und 13 diese Aussage gemacht hat, dass der Elia ebenfalls so leiden sollte und dass man mit ihm tun wird, was man wollte oder was man will, wie es auch geschrieben stand. Wir sind ja dabei, dieser Frage noch weiter nachzugehen im Hintergrund, indem wir einfach uns vorgenommen haben, die Prophezeiungen zu studieren, die uns im Alten Testament über das Wirken des Wegbereiters, speziell von Johannes dem Täufer, aber darüber hinaus wollen wir nicht nur Johannes den Täufer als Wegbereiter betrachten und studieren, sondern überhaupt dieses ganze Wegbereiterkonzept, das wir im Alten Testament finden. Und da wäre es ja verkehrt zu glauben, dass nur der Johannes der Täufer der Einzige war, der aus dieser ganzen alttestamentlichen Zeit heraus der sein sollte, der dem Herrn den Weg bereiten sollte. Er war der Letzte, wenn wir das Alte Testament richtig studieren, dann werden wir drauf kommen, dass es eigentlich der Letzte, der Wegbereiter war, bevor dann der Messias, der angekündigt war, gekommen ist. Und mit dem bringt Jesus sich in einer besonderen Weise in eine Beziehung. Und wir werden auch heute in unserem Thema dieser Frage weiter nachgehen, ob das Schicksal dieses Wegbereiters wirklich so sein musste, wie auch dann das Schicksal des Messias gekommen ist. Offensichtlich hat das Schicksal des Messias einen sehr engen Zusammenhang mit dem Schicksal des Propheten Elia, der angekündigt wurde. Damit wir es auch heute richtig verstehen, wollen wir wieder mit einem Gebet beginnen und Gott bitten, dass er uns führt durch dieses Thema. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen, dass du uns heute Abend diese Möglichkeit wieder schenkst, dass wir miteinander dein Wort betrachten dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns die rechten Gedanken vermittelst und dass du uns in diesem Thema das rechte Verständnis schenkst, um all die Zusammenhänge richtig verstehen zu können, in denen du dieses Werk des Elia vorausgesagt hast und dass wir es auch verstehen, wie es damals war und wie es in Zukunft sein wird, bevor du wiederkommen wirst in den Wolken des Himmels, in großer Kraft und Herrlichkeit.
Segne uns in diesem Beisammensein, jeden Einzelnen, der hier dabei ist und der das hören wird, und halte alle Störende fern und segne unsere Überlegungen, die wir gemeinsam machen wollten. In Jesu Namen. Amen. So, jetzt muss ich mich noch einmal kurz verabschieden. Ich muss etwas. Ein kleiner Handgriff fehlte noch. Gut. Wir werden heute dieser Frage etwas weiter nachgehen, die wir uns das letzte Mal schon gestellt haben. Wo eigentlich im Alten Testament steht, dass eben nicht nur der Messias leiden und sterben sollte, sondern auch der Elia als der Wegbereiter des Herrn und des Messias. Wo steht im Alten Testament, das wäre eine zweite Frage, die ich anschließen möchte, dass der Elia zweimal kommen sollte und damit auch zweimal dem Herrn den Weg bereiten sollte? Wie es aus neutestamentlicher Sicht heraus, aus der Geschichte, wie sie dann wirklich gelaufen ist, zu interpretieren ist. Denn auch wenn Jesus damals sehr deutlich gesagt hat, von Johannes dem Täufer, er ist der Elia, der da kommen sollte, haben wir doch festgestellt, dass vieles von dem, was eigentlich im Alten Testament über das Wegbereiter Werk des Johannes des Täufers und dieses Elia gesagt worden ist, nicht in Erfüllung gegangen ist. Dass ja der große und schreckliche Tag mit Johannes dem Täufer noch nicht gekommen war. Folgedessen kommt man letztendlich zu dem Schluss, dass der Johannes der Täufer noch nicht die letzte Erfüllung dieses Propheten Elia gewesen sein konnte, wie es in Malachi 3, 22 und 23 vorausgesagt wird. Auch wenn Jesus gesagt hat, er war der Elia, der kommen soll, oder er ist der Elia, der da kommen soll. Wo steht also in den Aussagen, also auch in der Aussage Jesu, kommt kein Gedanke zum Ausdruck, dass dieser Elia noch einmal kommen würde. Auch im Alten Testament lesen wir nirgends, dass der Elia zweimal kommen würde, dass sich diese Prophezeiung zweimal erfüllen sollte. Da, jedenfalls in Malachi steht nichts. Und auch in der Prophezeiung, die wir das letzte Mal studiert haben, in Jesaja 40, die wir heute noch etwas, wo wir rückgreifen werden, haben wir auch nichts entdeckt von einem zweiten Kommen des Elia. Das würde bedeuten, auch mit einer weiteren Frage, das in Verbindung zu bringen, wo steht, dass der Elia zuerst den Weg für den leidenden Messias vorbereiten müsste, für das Kommen des leidenden Messias, und dann nach 2000 Jahre später irgendwo dann als Wegbereiter für das Kommen des glorreichen Messias funktionieren oder fungieren sollte. Auch darüber werden wir im Alten Testament keinerlei Prophezeiung finden und keinerlei Aussage auch im Neuen Testament, die von einer unbedingten Notwendigkeit einer zweifachen Vorbereitung, wie gesagt, einmal für den leidenden und einmal für den glorreichen Messias. Es ist aber vielleicht gleich vorneweg berechtigt, sich die Frage zu stellen, könnte es sein, dass sich die Prophetie aus Malachi 3, 22 über das Kommen des Elia deshalb zweimal erfüllen wird und zweimal in Erfüllung gehen müsste, weil dieser Elia, so wie Jesus, das erste Mal, als er kam, von den Juden verworfen und verachtet und von einem römischen Herrscher letztendlich getötet wurde. Ähnlich wie es bei Jesus war. Auch Jesus wurde ja von den Juden verworfen, verachtet, verspottet und letztendlich von einem römischen Herrscher getötet. Der hat er damals dann später nicht Pilatus geheißen, oder nicht, später hat er Pilatus geheißen, aber bei Johannes dem Täufer hat er Herodes geheißen. Aber die Parallele können wir deutlich erkennen. Ja, von den Juden verworfen, von einem römischen Herrscher letztendlich
auf an, bei Jesus war es so, Aufhetzung der Juden getötet, bei Johannes der Täufer hat das einfach der römische Hauptmann oder der römische Herrscher, der Herodes, aufgrund dieser Tochter des Herodias gemacht. Wir kennen diese Geschichte. Könnte das auch der Grund dafür sein, warum Jesus zweimal kommen wird? Weil er eben einmal kam und dann eben verachtet und verworfen wurde und letztendlich getötet wurde. Bei Johannes dem Täufer offensichtlich ist es so. Da wird wahrscheinlich keinerlei Diskussion darüber sein und wir werden das heute auch noch deutlich machen, dass es bei Johannes dem Täufer absolut auf das hinausläuft, dass diese Prophezeiung sich ein zweites Mal erfüllen wird, dass er zweimal kommen sollte, weil er das erste Mal verworfen wurde. In der Bibel, jedenfalls, wenn wir jetzt bei Jesus fragen, wenn wir die Geschichte Jesu anschauen und die Prophezeiungen aus der Geschichte Jesu studieren über sein Schicksal, da finden wir ganz klare Hinweise drinnen. Aber wo sind die Hinweise bei Johannes dem Täufer? Die haben wir uns zum Teil letzte Mal angeschaut und ich habe gesagt, heute wollen wir das weitergehen. Ich habe schon gleich am ersten Abend oder zweiten Abend darauf hingewiesen, dass ich euch keine Stelle, grundsätzlich keine konkrete Stelle zeigen könnte, wo aus dem Alten Testament klar ersichtlich ist, dass der Elia ein erstes Mal kommen müsste, um den Weg für den sterbenden Messias vorzubereiten und dass er dann selber auch dieses Schicksal erleben würde. Wo man aber das finden kann, dass da tatsächlich der Elia, also Johannes der Täufer, die Aufgabe hatte, so quasi das Leiden des Messias oder den leidenden Messias vorzubereiten, das ist das habe ich da in einer Sabbatschule, in einer Sabbatschullektion gefunden im ersten Viertel 2005. Die meisten werden das schon kennen. Ich habe das auch immer wieder darauf hingewiesen, schon in der Vergangenheit, dass wir hier eine sehr interessante Erklärung gefunden habe in dieser Sabbatschule. Das ist das erste Viertel 2005, hat es diese Lektion gegeben. Und da ging es in einem Kapitel auf Seite 47 um die Geschichte des Vorläufers Christi. Und da ging es um Johannes den Täufer. Und ich lese euch hier ein paar Sätze vor, die wir hier in dieser Erklärung finden. Und zwar geht es hier zu diesem Textabschnitt von Johannes 1, 29 bis 34, wo Johannes da aufgetreten ist bei seiner Taufe und wo er dann auf das Lamm Gottes hingewiesen hat, das der Welt Sünde trägt. Ja, so wie es in verschiedenen Übersetzungen da wiedergegeben wird. Und da heißt es hier in dieser Sabbatschule, in diesem Kommentar, die Heilige Schrift berichtet zwar nicht sehr viel über Johannes den Täufer, aber was wir erfahren, reicht aus, um uns seinen Eifer, seine Hingabe, seinen Glauben und vor allem seine Menschlichkeit zu zeigen. Wir können viel von diesem feurigen, kompromisslosen Prediger lernen, der das erste Kommen Christi ankündigte. Also hier bitte Betonung auf diese Ankündigung des ersten Kommen Christi dargestellt, obwohl wir ja wissen, Johannes der Täufer ist ja nicht erst Jahre nach Johannes dem Täufer gekommen, Jesus ist ja nicht erst Jahre nach Johannes dem Täufer gekommen, sondern er ist ja gleich 6 Monate nach Johannes dem Täufer geboren. Und als Johannes anfing in der Öffentlichkeit zu reden und zu taufen, war ja Jesus gleich schon da und kam auch schon als erwachsener Mann zu ihm. Es war nicht so, dass Johannes der Täufer erst dann die Geburt angekündigt hätte, so wie es zum Beispiel Daniel in seiner Prophezeiung 600 Jahre vorher getan hat. Das war ja nicht so, sondern die lebten ja zeitgleich. Und es steht hier in der eine Frage, die heißt, welche fundamentale Wahrheit offenbarte Gott Johannes dem Täufer über Jesus von Nazareth? Und über den Zweck seines Kommens. Also hier geht es um diese Frage, was eben Gott dem Johannes dem Täufer über den Zweck des Kommens des Messias offenbart hat. Und die Antwort ist Johannes 1, 29. Und wenn ihr diesen Text aufschlagt, Johannes 1, 29, dann steht eben dort,
siehe, wo Johannes von Jesus sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dann geht die Frage hier weiter in dieser Anmerkung. Was mochte Johannes deiner Ansicht nach mit diesen Worten gemeint haben? Und das ist sicher eine sehr interessante Frage, dass man sich unbedingt stellen muss. Was hat Johannes wirklich unter dieser Aussage, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, ganz konkret verstanden? Jeder von euch kann sich jetzt da vielleicht für sich ein paar Gedanken machen, was könnte der Johannes der Täufer damit gemeint haben, dass er hier ankündigt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Traditionell wissen wir, wie das gedeutet wird, dass man hier auf das Passahgeschehen zurückgreift. Und man muss ja fragen, wie kommt der Johannes dazu, jetzt diesen Jesus, der dann von den Jüngern als der Messias erkannt wurde und auch der Sohn Gottes und der König Israels, ja, so wird er ja dort in diesem ersten Kapitel beschrieben, als die Jünger dann mit Jesus in Berührung kamen, warum dieser Johannes der Täufer diesen Sohn Gottes, von dem er wusste, dass er offensichtlich der Sohn Gottes ist und der von Gott gesandte Messias, dass er ihn jetzt als Lamm Gottes bezeichnet. Und da muss ein Zusammenhang sein mit dem Alten Testament in gewisser Beziehung. Das Lamm Gottes, das Lamm war im Alten Testament das Opfertier schlechthin und besonders im Zusammenhang mit dem Passahlamm wird ja hier dieses Lamm besonders hervorgehoben. Und so traditionell wird das eben so gedeutet, dass der Johannes jetzt so quasi das Volk darauf aufmerksam machen wollte, das ist jetzt das Lamm, das geschlachtet werden sollte zur Erlösung der Menschen, dass jetzt dieses Lamm Gottes kommen ist, um für die Menschen zu sterben. Und vielfach wird eben in dieser Aussage, dass Johannes auf Jesus hingewiesen hat, siehe, das ist Gottes Lamm, seine Aufgabe darin gesehen, dass er eben das Volk der Juden auf das Sterben des Messias vorbereiten sollte. Und dieser Gedanke kommt auch hier in dieser Sabbatschule, in dieser Anmerkung dann nach dieser Frage zum Ausdruck. Ich lese euch das vor, für manche wird das schon etwas bekannt sein, aber hier in diesem Zusammenhang möchte ich das doch klarstellen. Da heißt es, sowohl Johannes die Bedeutung seiner Worte, mit denen er Jesus als das Lamm Gottes bezeichnete, wahrscheinlich selber nicht völlig erfasste. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes, als er das sagte, siehe, das Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, wahrscheinlich nicht erkannt hat, was wirklich das Schicksal des Messias sein würde. Denn wir lesen ja nirgends von dem, dass er da irgendetwas Konkretes darüber ausgesagt hat. Dass er vielleicht diese Aussage, die er gemacht hat, nicht wirklich verstand, was da letztendlich alles damit zusammenhängen wird. Er sprach sie aber, so heißt es hier, dennoch unter dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Sein Auftrag bestand darin, und jetzt kommt diese Erklärung, worin der Schreiber dieser Lektionsbetrachtung, dieses Studienheftes, die besondere Aufgabe des Johannes des Täufers als Wegbereiter des ersten Kommen Jesus sieht. Sein Auftrag bestand darin, das Denken und die Herzen der Menschen für die zentrale Bedeutung des Opfers Jesu im Erlösungsplan zu öffnen. Alles andere, wozu Jesus kam, das Heilen, Lehren, Predigen und das Auferwecken von den Toten, diente lediglich dazu, die Menschen darauf hinzuweisen, wer er war und was er durch seinen Tod für sie tun würde. Denn ohne diesen Tod und das, was er für die Welt bewirken würde, wäre am Ende auch alles andere, was er tat, umsonst gewesen. Also im Nachhinein wird hier so interpretiert, dass quasi das, was die Juden Jesus angetan haben, dass sie ihn gekreuzigt haben, dass sie ihn verworfen haben und letztendlich wirklich qualvoll einen Tod zugefügt haben, dass ohne diesen Tod, den er ja da gestorben ist, er für die Welt, dass der Messias für die Welt nichts bewirken hätte können. Und dass jetzt die Aufgabe des Johannes des Täufers gewesen wäre,
das Volk auf dieses Wirken des Messias, das letztendlich mit seinem Tod, mit einer Verwerfung durch das Volk und letztendlich mit einem schmachvollen Tod enden sollte. Und da stellt sich natürlich die Frage für mich persönlich, ob das denn wirklich die Aufgabe des Wegbereiters war. Ob das auch eine Aufgabe war, die wir in Übereinstimmung bringen mit den Prophezeiungen im Alten Testament, die wir üblicherweise mit dem Wegbereiter Johannes dem Täufer und mit diesem Elia-Konzept in Verbindung bringen. War es wirklich sein Auftrag oder können wir in der Prophetie des Alten Testaments irgendwo eine Erklärung darin finden, dass ja der Wegbereiter, der Elia, kommen sollte, um das jüdische Volk auf das Sterben des Messias vorzubereiten? Also wenn Johannes der Täufer das tatsächlich, wenn das tatsächlich seine Aufgabe gewesen wäre, dann hätte er mindestens in einer Prophezeiung im Alten Testament etwas stehen müssen darüber. Oder als der Engel Gabriel dem Zacharias seinen Sohn angekündigt hat, hätte doch auch der Engel Gabriel irgendwie erwähnen müssen, dass dieses Kind jetzt den Weg für das Sterben des Messias vorbereiten würde. Man müsste sich dann natürlich auch die Frage stellen, wie hätte das dann konkret ausgesehen? Wie hätte das Volk auf das Sterben des Messias vorbereitet? Natürlich in erster Linie hätten ja dann die Jünger des Johannes auf dieses Sterben des Messias vorbereitet sein müssen, wenn das die Aufgabe des Johannes des Täufers tatsächlich gewesen ist. Oder der Johannes hat seinen Auftrag verfehlt und hat ihn eigentlich nicht durchgeführt und hat in dieser Richtung die Jünger nicht vorbereitet. Denn Faktum ist es, und das glaube ich ist nicht schwer zu erkennen, Faktum ist es, dass keiner der Jünger, auch nachdem sie mit Jesus dann schon 3 Jahre beisammen waren, nur die geringste Vorstellung davon hatte, dass der Messias jetzt erst leiden müsste und sterben müsste, bevor er dann das Reich für Israel aufrichten könne und bevor er überhaupt der Welt und auch Israel Erlösung bringen sollte. Ich denke, die Jünger haben darüber wirklich nichts gewusst. Wir erinnern uns sogar noch an den Petrus. Als Jesus sein Leiden ankündigte, sagt er noch: Herr, das widerfahre dir nur ja nicht. Nicht? Und Jesus musste dann sagen: Hinweg mit dir, Satan, du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Also, das zeigt, dass die Jünger überhaupt nicht in dieser Richtung vorbereitet waren. Und offensichtlich hat Johannes der Täufer in dieser Aussage, das ist das Lamm Gottes, sicher nicht das verstanden, was man jetzt im Nachhinein in christlichen Erklärungen, in christlicher Theologie aus dieser Aussage heraus interpretiert. Es ist ja auch sehr bemerkenswert, dass gleich ein Vierteljahr nach dieser Lektion, die ich soeben gezeigt habe, eine andere Erklärung gestanden ist für den Auftrag des Johannes des Täufers. Und ich lese euch hier aus dieser Sabbatschulbetrachtung, dem zweiten Viertel im Jahr 2005, auf der Seite 10 könnt ihr lesen: Johannes führte seinen Auftrag in dreifacher Weise aus. Also welchen Auftrag hat Johannes in dreifacher Weise ausgeführt? Wenn ich das lese, was hier steht, kann ich dann nichts erkennen, dass er hier in dreifacher Weise seinen Auftrag ausgeführt hat, das jüdische Volk auf das Sterben des Messias vorzubereiten. Hier wird gesagt, erstens verkündete er, dass der Messias im Begriff sei zu erscheinen. Das war eindeutig in der Botschaft des Johannes des Täufers enthalten. Das kann man also mit der Bibel, mit dem Neuen Testament, mit Lukas 1 und Johannes 1 oder Lukas 3 sehr deutlich darlegen. Johannes verkündete, dass der Messias im Begriff sei zu kommen. Zweitens rief er die Menschen auf, sich von der Sünde abzuwenden und bereit zu sein, den Messias dann zu empfangen.
Das war eindeutig seine Aufgabe und das ist auch in Übereinstimmung mit den Prophezeiungen, die wir im Alten Testament sehr deutlich haben. Denn alle Prophezeiungen, die wir kennen, die wir bis jetzt schon angeschaut haben, gingen in diese Richtung, dass das Volk vorbereitet werden sollte, den Messias zu empfangen. Und wir werden uns noch Gedanken darüber machen, na, wie sollte denn das Volk vorbereitet sein? Gibt es einen Unterschied? Das ist auch eine Frage, die wir im Hintergrund der wir nachgehen wollen. Hätte es einen Unterschied gegeben oder worin hätte der Unterschied bestanden, ob Johannes die Menschen auf das Kommen des leidenden Messias vorbereitet? Wie hätten sie denn vorbereitet sollen sein sollen in der Praxis für das erste Kommen Jesu? Und wie hätten sie oder wie sollten wir jetzt vorbereitet sein, wenn wir auf das zweite Kommen Jesu warten? Was ist da der große Unterschied? Auch diese Frage, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, müsste man sich eigentlich stellen. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann werden wir nur eine Vorbereitung finden, die einfach auf das Kommen des Herrn sich ausrichtet. Und das ganze Alte Testament spricht einfach davon, dass das Volk sich vorbereiten soll auf den großen Tag Gottes, der Tag des Gerichts, aber auch der Tag der Erlösung, auf das Kommen des Herrn. Und da wird nicht unterschieden, ob jetzt das Volk sich auf das Kommen, auf das erste Kommen des Herrn vorbereiten sollte oder auf das zweite Kommen des Herrn vorbereiten sollte. Also jeder von euch kann das für sich selbst studieren und versuchen herauszufinden, ob es da einen Unterschied gab, wie das Volk vorbereitet werden sollte. Die Propheten im Alten Testament haben nichts anderes gemacht, als das Volk immer wieder zur Buße gerufen, zur Umkehr. Und wenn der Elia am Ende der Zeit in der Weise kommen wird, wie es von der Prophetie her gedacht war, dann wird es nichts anderes geben als ein Umkehr und einen Bußruf an diese Welt und auch an die Gemeinde, an alle Menschen auf dieser Erde. Also sich vorbereiten auf das Kommen des Herrn bedeutet immer, in Gerechtigkeit, nach Gerechtigkeit zu streben, nach den Geboten Gottes zu wandeln und im Glauben und im Vertrauen Gott gegenüber ein Leben zu führen, das ihm wohlgefällig ist. Es gibt keine andere Vorbereitung, sei es das erste oder das zweite Kommen Jesu, wenn wir es auch aus unserer Geschichte im Nachhinein betrachten. Hier noch eine dritte Aufgabe, die hier in diesem Lektionsthema steht. Drittens taufte er sie, Johannes taufte er sie, die dadurch öffentlich bekannten, dass sie die Botschaft angenommen hatten. Also das ist ein dreifacher Auftrag, ja, der hier in dieser Form, in diesem Lektionsheft geschrieben stand, wo man sagen kann, das kann man hier als Auftrag verstehen und auch als das, was der Elia, der angekündigt war, tatsächlich tun sollte. Das würde auch dem entsprechen, was wir das letzte Mal in Jesaja 40 gelesen haben und in Jesaja 52. Schlagen wir noch einmal Jesaja 40 auf, damit wir uns erinnern. Es ging dort um diese Stimme eines Predigers in der Wüste. Jesaja 40, 3. Macht, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Dieser Begriff ebene Bahn, wir werden jetzt heute einige Texte lesen, wo dieses Wort, dieser Aufruf von dieser Bahn, von dieser ebenen Bahn immer wieder kommt. Ihr könnt auch eine Konkordanz zur Hand nehmen und einmal schauen, wie oft im Alten Testament die Propheten von dieser ebenen Bahn sprechen. Und da müsste man sich die Frage stellen, was haben sie denn damit gemeint? Eine ebene Bahn. Das heißt, offensichtlich muss man da an eine alte Straßensituation denken, wo die Straßen aus lauter Steinen und aus Hügeln und aus uralte Straßen, die haben keinen Asphalt gehabt, die ganz eben waren, nicht, sondern wo es sehr holprig zugegangen ist. Wir haben da in Afrika einiges noch davon erlebt, fast nur solche Straßen gefahren. Und dann weiß man, was das heißt, eine ebene Bahn. Und wir haben das dort so erlebt, dass wenn da in der Regenzeit die Straßen ausgeschwemmt waren und dann wieder große Löcher drinnen waren und die Spuren der Lastwagen drinnen waren, wo man kaum mehr durchgekommen ist.
Und wenn man dann wusste, dass da irgendwann einmal der Präsident vielleicht in eine Gegend kommt oder irgendein Minister, dann sind die Schubraupen kommen und dann wurden diese Straßen so planiert. Und in den kleinen Dörfern, wo dann diese Maschinen nicht hatten, da wurden die Afrikaner zu Hunderten auf die Straße geschickt. Und die mussten dann die Unebenheiten der Straße ausgleichen, weil man wusste, der Minister kommt da mit einem Auto daher. Also das war so ein Bild, das wir hier übertragen können, was damals so im buchstäblichen Sinn gemeint sein konnte, eine Bahn, eine Straße eben zu machen. Aber um den Herrn, der vom Himmel kommen sollte, einen Weg zu bereiten, da muss man keine Steine auf der Straße wegräumen und keine Hügel und keine Mulden auffüllen oder Hügel wegnehmen, wie es dann ja hier heißt. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Das heißt, die Hügel sollen erniedrigt werden und das, was tief ist, soll erhöht werden. Das heißt, das Ganze soll auf eine ebene Bahn kommen. Aber das, was hier steht, sollte sich ja im geistlichen Bereich abspielen. Und jetzt müsste man fragen, was ist denn diese Unebenheit im Herzen der Menschen? Das kann sich nur auf das Herz der Menschen beziehen, auf das Denken der Menschen. Da soll etwas eben werden, da soll etwas ausgeglichen werden. Und das ist wohl das, wozu Johannes der Täufer gerufen worden. Den Menschen, wie wir das auch das letzte Mal in einem Bibeltext gesehen haben, er sollte den Menschen die Erkenntnis des Heils vermitteln. Das heißt, ihnen verständlich machen, wie sie vor Gott zu leben haben. Sünde wegzutun, sich von Sünde zu entfernen, Buße zu tun und umkehren. All das war ja die Botschaft des Johannes. Und hier, denn die Begründung wird gegeben, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Also wenn ihr diesen Text lest in seinem Zusammenhang bis hierher, und ihr könnt dann weiterlesen, ihr werdet da nichts drinnen finden, was hier von einer Wegbereitung für das erste Kommen oder dann eine Wegbereitung für das zweite Kommen, wo man da etwas unterscheidet dabei. Sondern wenn diese Stimme ruft, dann soll sie den Weg vorbereiten, damit die Herrlichkeit des Herrn offenbar werde und alles Fleisch ihn sehen könne. Also das klingt ganz nach zweiten Kommen Jesu, wie wir es heute erwarten. Aber doch wird Johannes der Täufer als der beschrieben, in dem sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Obwohl wir wissen, dass eigentlich von dieser ebenen Bahn im Volke Gottes damals wenig zu sehen war. Auch Jesaja 52 haben wir gelesen, und da haben wir auch gesagt, ein wunderbares Wegbereitungskonzept, das wir da drinnen haben. Und wenn wir aber diese Kapitel alle nacheinander durchgehen, dann müssen wir jedes Mal sagen, aber das hat sich doch alles nicht im Zusammenhang mit dem erfüllt, wozu Johannes der Täufer gesandt wurde als Wegbereiter. Und da hat sich das auch alles das nicht erfüllt, was sich durch Jesus, durch das Kommen des Herrn, durch das Kommen des Messias erfüllen sollte. Natürlich stellt sich hier die Frage, ja, konnten sich diese Prophezeiungen, dass alles Fleisch, denn die Herrlichkeit des Herrn sollte, nur erfüllen, wenn zuerst der Wegbereiter leiden muss und getötet wird und dann auch der Messias dasselbe Schicksal zu erleiden hat? War das von Gott so vorgesehen? Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann fragen wir uns, was haben denn die gläubigen Menschen etwa 700 Jahre nach Jesaja erwartet von diesem Wegbereiter? Was erwartete zum Beispiel Zacharias, der Vater des Johannes? Wir haben das letzte Mal da schon einen Text gelesen in Lukas Kapitel 1. Da haben wir im Vers 76 gelesen. Lukas 1, Vers 76, als das Kind geboren wurde, da sagt der Zacharias: Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden. Das sagt er hier über das Kind. Aber bevor er auf dieses Kind zu sprechen kommt, ist es gut zu beachten, was ihm der Heilige Geist eingegeben hat, davor, in diesem Lobgesang, ab Vers 67.
Da steht dann, sein Vater Zacharias war des Heiligen Geistes voll, weissagte und sprach, und das war im Zusammenhang hier einfach mit der Geburt seines Sohnes, über die er sich gefreut hat. Und dann sagt er hier, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat uns besucht und erlöset sein Volk. Der spricht hier schon ganz deutlich von einem Besuch Gottes und von einer Erlösung, die jetzt gekommen sein soll. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David. Zacharias wusste, dass Jesus von Maria und Josef geworden wurde, ein Verwandte von ihnen, die aus dem Hause David kommen, wie wahrscheinlich auch er selbst, der Zacharias. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat uns besucht und erlöst sein Volk. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils. Ein Horn des Heils, da muss man fragen, was ist das? Ein Horn ist im Alten Testament immer ein Sinnbild für eine Macht. Die Macht des Heils wurde aufgerichtet. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist. Zacharias, ein Zeitgenosse Jesu, der Vater des Johannes des Täufers, 700 Jahre nach dem Propheten Jesaja, wenn wir hier in diesem Lobgesang, wenn wir diesen Lobgesang hier lesen, werden wir nicht einen Gedanken da drinnen finden, dass er jetzt irgendwo erwartet, dass sein Kind, also der Johannes der Täufer, zuerst leiden und sterben müsste, bevor dann der Messias leidet und stirbt. Und dann auch dieser Messias leiden und sterben müsste, bevor dann die Erlösung für Israel kommen kann, die Erlösung aus der Hand der Feinde, von der sie ja so geträumt haben und die ihnen ja Gott auch verheißen hat. Wir müssen ja die Sache auch aus dem Alten Testament richtig sehen und wir werden da in späteren Themen noch dorthin kommen. Es war ja nicht so, dass Gott ihnen keine Erlösung von Feinden verheißen hat. Es standen ja im Alten Testament fast durchwegs Verheißungen mit dem Kommen des Messias, wo die Feinde des Messias und die Feinde des Volkes Gottes vernichtet werden. Alle, die sich gegen Gott stellen und die sich jetzt gegen sein Volk stellen, das war doch immer eine Botschaft und eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Also wir müssen hier sicherlich vielleicht diese Vorstellung, dass die Juden eine falsche Vorstellung hätten von dem Kommen des Messias und von der Erlösung aus den Feinden, etwas revidieren. Denn das ganze Alte Testament hat nicht nur angekündigt, dass der Messias die Menschen von Sünde befreien wird und von Leid und Elend, sondern auch von den Feinden befreien wird. Nur, das Problem war bei den Juden, dass sie prinzipiell nicht bereit waren, sich von Sünde befreien zu lassen, aber trotzdem von den Feinden befreit werden wollten. Und das war eigentlich der Konflikt, in dem das Judentum stand mit dem Wegbereiter des Messias und dann auch mit dem Messias. Weil da sehen wir bei Johannes dem Täufer, wenn wir die Frage stellen, ja, warum musste denn der Johannes der Täufer leiden? Warum musste er getötet werden? Oder warum wurde er getötet? Dann gibt es nur einen Grund dafür. Das war, dass er hier für die Wahrheit Zeugnis abgelegt hat, dass er hier kein Blatt sich vor den Mund genommen hat, um die Menschen zur Umkehr zu rufen. Er hatte keine Furcht vor irgendjemandem, auch nicht vor dem König, den er da zurechtgewiesen hat. Also eine klare Botschaft, oder eine klare Geschichte, die zeigt, die uns ja eigentlich die Antwort klar gibt, warum der Johannes der Täufer leiden musste und warum er dann letztendlich sterben musste. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, und warum war das bei Messias so, dann haben wir zunächst rein historisch gesehen genau die gleiche Situation. Von daher wird wohl Jesus auch diesen Hintergrund gesehen haben, dass sein Schicksal sich mit dem des Johannes des Täufers
decken wird, dass Johannes das gleiche Schicksal erleben würde wie er. Aber ihr merkt, Zacharias, als Johannes geboren wurde, hat er noch keinerlei Hinweis davon, stand ja auch bei den Propheten, wie wir es schon bisher gesehen haben, in nichts drinnen, das Anlass gab zu glauben, dass diese Stimme in der Wüste getötet werden müsste, zum Schweigen gebracht werden müsste. Das ist alles in der Prophetie nicht verankert, sondern dass er den Weg des Herrn tatsächlich vorbereitet und der alles Fleisch den Herrn der Herrlichkeit sehen sollte und das Volk sich freuen sollte über das Kommen des Messias. Und wir merken jetzt, allein wenn wir die Geschichte so betrachten, ja, dann hat sich ja alles das eigentlich nicht so erfüllt, wie es Gott durch die Propheten vorausgesagt hat. Wir sprechen aber meistens immer nur von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, aber von denen, die sich nicht so erfüllt haben, wie sie hätten sein können und sein sollen, wie es nach dem Plan und nach dem Willen Gottes geschehen sollte. Da haben wir manchmal unsere Probleme, darüber klar im Klartext zu reden. Wir haben gleich auch im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, einen Hinweis, dass auch zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann geboren wurde, 6 Monate nach Johannes dem Täufer, nach diesem Lobgesang des Zacharias über seinen Sohn, kommt Jesus nach 33 Tagen nach seiner Geburt mit Maria und Josef in den Tempel, wo er dargebracht worden ist, im Tempel, wo die Reinigung der Maria stattgefunden hat, die ja 33 Tage nach der Geburt diese Reinigung vollziehen musste, nach dem alttestamentlichen Gesetz. Da begegnen wir dieser Geschichte von Simeon und von Hanna. Und schauen wir uns dort ein bisschen an, was hier dieser Simeon und die Hanna von sich geben, was sie jetzt im Zusammenhang mit diesem Messias, der jetzt 6 Monate nach dem Wegbereiter geboren wurde, sagen. Und da heißt es hier im Vers 25, also Lukas 2, Vers 25, und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig. Und wartete, und jetzt achtet, was hier steht, worauf dieser Simeon gewartet hat, und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Warum steht hier, dass dieser Simeon auf den Trost Israels gewartet hat? Wir werden das dann gleich sehen aus dem Alten Testament, habe schon das letzte Mal angekündigt, als dieser Jesaja dieses 40. Kapitel geschrieben hat. Oder in diesem 40. Kapitel, das fängt ja nicht an mit dieser Stimme eines Predigers in der Wüste, sondern tröstet, tröstet mein Volk. Und genau auf diesen Trost, dass dieser Trost für Israel kommt, wartet er hier Simeon. Und dann heißt es hier, und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel, und da die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man ihn pflegt nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und jetzt achtet, was er jetzt über diesen Heiland sagt: Welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden zum Preis deines Volkes Israels. Das heißt, dieser Messias sollte jetzt ein Licht werden für alle Heiden und gleichzeitig sollte durch das Licht, das zu allen Heiden dann kommen würde, das Volk Israel gepriesen werden. Das heißt, zum Preis deines Volkes Israels. Und das sind lauter so Begriffe und Ausdrücke, die im Alten Testament eine große Rolle spielen. Also das Wort Trost einmal im Alten Testament nachzuschauen, zum Preis oder zum Lob deines Volkes im Alten Testament, da werdet ihr merken, das war immer der Plan Gottes mit Israel, dass Gott durch das Volk Israel gelobt wird. Und das Volk Israel von den Heiden gelobt wird, ob seines Glaubens und ob seiner Gottesvorstellungen und ob seines Segens vor allen Dingen, denn dieses Volk durch seinen Glauben und durch seinen Gehorsam von Gott empfangen würde.
Und genau auf das wartete jetzt auch Simeon. Das heißt, er wartete hier wirklich auf diese Erfüllungen der Prophezeiungen im Alten Testament, die auch von diesem Trost sprachen. Und jetzt schauen wir uns im Alten Testament zwei Prophezeiungen an, die ebenfalls in dieses Wegbereiterkonzept hineingehören, und zwar in Jesaja 57. Noch einmal in Jesaja. Jesaja 57. Und es sind lauter Prophezeiungen, wo wir uns fragen müssen, wie hat sich das erfüllt? Was war hier gemeint? Jesaja 57 ab Vers 14. Da heißt es, und er spricht, machet Bahn, machet Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Merkt ihr, hier habt ihr wieder eine Prophezeiung, die wir in Parallele sehen sollten mit der Jesaja 40, wo dort die Stimme eines Predigers in der Wüste ruft und eine Bahn macht dem Herrn in der Steppe. Ja, eine ebene Bahn. Und hier kommt ein Aufruf, auch wieder diese Bahn zu machen, den Weg zu bereiten. Und jetzt heißt es hier, die Anstöße aus dem Weg meines Volkes auszuräumen. Das heißt offensichtlich, da war etwas im Volk, das ausgeräumt werden musste, damit dieser Weg eben werden kann. Die Anstöße meines Volkes, es ist möglich, dass es andere Übersetzungen gibt, da heißt es in manchen Übersetzungen auch, räumt die Steine aus dem Weg, ja, meines Volkes, die Hindernisse aus meinem Volk, das ist grundsätzlich die Idee. Räumt das aus dem Weg, was das Volk hindert, bereit zu sein für das Kommen des Herrn, für das Kommen des Messias. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Demütigten und das Herz der Zerschlagenen. Hier ist ein ganz klarer Text, der zum Ausdruck bringen wollte oder möchte, wo Gott auch schon im Alten Testament wohnen wollte. Nicht nur Gott wohnt im Himmel, aber er wollte im Heiligtum wohnen, in Israel. Aber nicht nur dort im Gebäude, sondern er wollte in den Anbetern wohnen, die dort im Heiligtum angebetet haben. Und die Vorbereitung auf den Messias hatte auch damit zu tun, dass Gott das Volk in diesen Tempel vorbereiten wollte. Der Tempel war ja dazu da, das Volk zur Heiligkeit, zur richtigen Anbetung Gottes, zum Gehorsam, zum richtigen Glauben zu führen. Der Tempel war also das irdische Sinnbild für die Vorbereitung. Und wir werden im späteren Themen werden wir auch die Rolle des Tempels noch genauer ansehen, denn dort werden wir auch die Verbindung herstellen zu dem, was Elia, der erste Elia, also der buchstäbliche Prophet Elia im Volk Israel zu tun hatte. Aber auch etwas mit dem Tempel zu tun hatte, mit Anbetung und mit Gottesdienst zu tun hat. Und da wissen wir, dass dort sehr vieles verkehrt gelaufen ist, was wiederum das Volk hinderte, bereit zu sein, dem Herrn zu begegnen. Und wäre Jesus damals gekommen, hätte er damals den Tag des Gerichts ausgeführt, dann wäre zur Zeit des Elia damals wenig Volk gewesen, das bereit gewesen wäre, in den Himmel einzugehen. Also wo wir auch hinschauen in die Geschichte Israels, jeder Prophet im Alten Testament war im gewissen Sinne ein Wegbereiter des Herrn, der die Anstöße aus dem Herzen des Volkes zu beseitigen hatte. Das war das Ziel und der Auftrag, den alle Propheten gehabt haben. Da war, wenn wir das weiterlesen, ja, gehen wir weiter, denn ich will nicht immer da hadern, im Vers 16, und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte, aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Zur Zeit des Jesaja
müsste man sich fragen, was hat sich diesbezüglich 700 Jahre später verändert? Welcher Unterschied besteht zwischen dem Wegbereiter Jesaja, so möchte ich ihn jetzt einmal bezeichnen, war nicht er auch selber eine Stimme in der Wüste, die den Herrn den Weg bereiten sollte und das Volk vorbereiten sollte, dem Herrn zu begegnen? Wie ist es ihm ergangen hier? Und in welcher Parallele steht er zu Johannes dem Täufer, 700 Jahre? Was hat sich daran geändert? Es ist nur noch schlimmer geworden. Vers 18. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen, steht hier. Und sie leiden und ihnen wieder Trost geben. Da haben wir diesen Hinweis. Ich will sie wieder trösten. Das bedeutet, Gott, dieser Trost, auf den der Simeon gewartet hat, hat damit etwas zu tun. Der hat das Alte Testament gekannt und der wusste, gerade in einer Zeit, in der er sich befand, denken wir, Israel war damals durch diese Zeit der griechischen Besatzung gegangen, der Seleuziden, eine furchtbare, trübselige Zeit, die sie da durchgemacht haben. Und dann kamen die Römer ins Land und dann standen sie unter diesem Joch der Römer. Und der Trost Israels war ferne. Und Simeon betete darum. Er hoffte, dass er den Trost Israels jetzt bezeichnet, er personifiziert diesen Trost mit dem Messias. Er wartete auf den Trost Israel, von dem er wusste, das kann nur durch den Messias kommen. Ja? Aber da musste der Weg vorbereitet werden. Und Johannes zählte zu einem dieser Vorbereiter. Er war der letzte dieser Vorbereiter. Aber ihr merkt schon, der Jesaja hatte schon aufgerufen, tröstet, tröstet mein Volk, und hat angekündigt, dass der Herr sein Volk trösten würde, wenn sie sich von der Sünde abkehren. Das war ja immer die Bedingung. Also hier steht es, lesen wir es nochmal, Vers 18, ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen, sie leiden und ihnen wieder Trost geben und denen, die da Leid tragen. Das heißt, Trost sollen nur die bekommen, die da Leid tragen. Jesus hat diesen Gedanken auch in der Bergpredigt aufgegriffen, wo er gesagt hat, selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Auch hier hat Jesus diesen Trostgedanken mit hineingebracht. Leid tragen bedeutet nicht, selig sind die, das hat Jesus auch gesagt in der Bergpredigt ebenfalls. Da gibt es zwei Möglichkeiten, Leid zu tragen. Entweder um meines Glaubens willen, buchstäblich Leid zu tragen, oder getröstet werden, weil ich Leid trage über die Sünde. Das sind zwei Aspekte, die sich gegenseitig nicht ausschließen. Aber beide sollten beachtet werden. Das, was hier gemeint ist, ist sicher, dass die, die Leid tragen über ihre Sünde, denen es leid tut, dass sie in Sünde leben, dass sie getröstet werden sollen. Das ist ja auch der Trost, den Jesus dann den Menschen gegeben hat, wenn sie bereit waren, auch ihre Sünde einzusehen und Leid zu tragen, dass sie getröstet wurden durch die Zusage der Vergebung. Und all das sollte Wegbereitung sein. Dann heißt es, ich will Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede, denen in der Ferne, denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Immer wieder dieses Heilungskonzept, das angekündigt worden ist. Und das wird hier immer als etwas geschildert, das nicht erst in ferner Zukunft sein sollte, wenn der Messias nach 2000 Jahren dann vielleicht wiederkommt, sondern einfach, wenn er kommt, das Volk sollte sich vorbereiten, um diesen Trost zu empfangen. Ein nächster Text, wenn wir gleich eine Seite weiterschlagen, in Jesaja 62, ab Vers 6 haben wir einen Abschnitt, der ebenfalls diesen Gedanken beinhaltet, wo es heißt, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Wir sind immer noch bei Jesaja, 700, über 700 vor Christus. Ja? Ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollten, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Also diese Wächter sollen durchwegs rufen, das sollen sich keine Ruhe gönnen, sie sollen Tag und Nacht nicht schweigen, rufen praktisch in diese Stadt hinein. Lasst ihm Gott, also lasst Gott keine Ruhe,
bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Hier habt ihr wieder diesen Gedanken, auf den der Simeon gewartet hat, dass der Messias dann kam zum Lobpreis Israels. Und das ist genau der Gedanke. Jerusalem soll zum Lobpreis auf Erden werden für alle Völker. Alle Völker sollten sich an Jerusalem freuen, weil von dort das Heil kommt, weil das Volk Israel ein wunderbares Volk werden sollte, wo alle Heiden fragen, ja, was für ein verständiges und gerechtes Volk ist das? Welche herrlichen Gebote hat dieses Volk? Das Volk sollte zum Lobpreis auf Erden gehen. Und dazu hat Gott Wächter gesandt, Boten gesandt, die den Weg vorbereiten sollten, damit die Steine auch aus Jerusalem ausgeräumt werden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, jetzt kommen die Verheißungen, die damit in Verbindung stehen, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg. Da habt ihr wieder dieses Wegbereiter-Konzept. Das Volk sollte vorbereiten. Achtet darauf, ich habe das schon aufmerksam gemacht, wenn wir den Maleachi studieren, der sollte ja nicht nur das Volk vorbereiten, sondern der sollte die Welt vorbereiten, damit sie nicht mit dem Bann geschlagen wird. Hier ist ein Wegbereiter-Konzept, bevor Gott die ganze Welt schlägt, sollte das sein Volk vorbereitet sein. Ja, und das wäre aus alttestamentlicher Sicht, wäre das Volk Israel gewesen. Der große Plan, den wir hier ganz deutlich haben in diesem Wegbereiter-Konzept, war, das Volk Israel in erster Linie als ein Volk vorzubereiten, das zum Lobpreis für die Heiden wird. Dann heißt es hier, bereitet dem Volk den Herrn, mache Bahn, wieder dieser Gedanke, mache Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Also ich meine, dass es sehr einseitig wäre, wenn wir dieses Wegbereiter-Konzept, das wir gerne mit Johannes dem Täufer in Verbindung bringen, nur mit Jesaja 40 in Verbindung bringen würden, sondern ich glaube, dass es absolut gerechtfertigt ist, wenn wir auch all diese Stellen, die hier von einem Wegbereiten, von einem Ausräumen der Steine, von einer ebenen Bahn sprechen, dass wir das alles in dieses Wegbereiter-Konzept hineinbringen, das hier geschehen sollte als Vorbereitung für das Kommen der Erlösung, aber auch für das Kommen des Gerichts. Denn Erlösung im Alten Testament steht immer gleichzeitig in Verbindung mit Gericht. Wenn wir es weiterlesen hier, siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sage der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen, heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen, gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Das ist alles Plan. Ein Plan, den Gott im Alten Testament hatte, mit dem Volk, das zu dem Jesaja hier gepredigt hat. Und ihr merkt, hier wird das Kommen der Erlösung, das Kommen des Heils angekündigt für Israels. Und das ist das, was Zacharias in seinem Lobgesang dann gesprochen hat. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Das heißt, diese Männer, Zacharias und auch Simeon, haben offensichtlich in ihrem Lobpreis im Hintergrund diese Gedanken aus dem Propheten Jesaja und aus anderen Propheten gehabt, wo sie gewusst haben, das ist dem Volk verheißen, wenn der Herr kommt, wenn der Messias kommt. Und dazu, damit dieses Heil auch für Israel kommen konnte, hat Gott eben diese Boten gesandt. Und einer der letzten davon war Johannes der Täufer. Nach 400 Jahren prophetenloser Zeit, wir erinnern uns daran, auch das war niemals Gottes Plan, dass sie 400 Jahre ohne Propheten sein sollten. Das ist ja gekommen, weil sie schon all diese Propheten verworfen hatten und nicht bereit waren, nach dem zu leben. Lest ihr hier, und jetzt stelle ich diese Frage noch einmal, in all diesen Wegbereiter-Konzepten, die wir hier haben, und wir könnten da weiter und weiter fortziehen,
lest ihr nirgends von einem leidenden Messias, der da kommen sollte, bevor er das Heil Israel bringen konnte und bevor er all diesen Segen, die ganzen Segensverheißungen für Israel bringen konnte. Wir lesen aber noch einen Text, der mir jetzt sehr wichtig ist, und zwar in Jesaja 35, einen Abschnitt. Und wir sollten ja lernen, einmal so die kapitelweise im Alten Testament diese Verheißungen zu studieren und nicht nur einzelne Texte aus diesen Zusammenhängen heraus. Ich habe gemerkt, bei diesem Wegbereiterkonzept riskieren wir, dass wir einfach zwei, drei Texte oder irgendwo nur einen Text herausholen und dann aus diesem Text dieses ganze Konzept von Johannes dem Täufer aufzubauen und von dieser Wegbereitung, von der Füllung des Propheten Elia. Aber wenn wir einmal alle diese Texte in den richtigen Zusammenhängen, zumindest des ganzen Kapitels, in dem drinnen steht, lesen würden, dann würden wir drauf kommen, hier geht es ja um gewaltige Verheißungen, um einen gewaltigen Plan, den Gott hier hatte, der sich offensichtlich nie wirklich so erfüllte. Und nirgends in diesen Texten werden wir merken, dass der Wegbereiter das gleiche Leiden erleben sollte wie der Messias, auf den er hinweist. Ja? Und auch wir lesen auch in diesen Texten, die wir bis jetzt gelesen haben, auch nirgends, dass der Messias vorher getötet und verachtet und geschlagen werden sollte, bevor er ihnen das Heil bringt. Nur weil es in Jesaja 53 so drinnen steht, steht es doch bei den anderen Prophezeiungen so nicht drinnen. Sollten wir mal prinzipiell beachten. Schlagen wir noch Jesaja 35 auf. Auch hier haben wir Aussagen drinnen, die in dieses Wegbereiterkonzept gehören. Da steht, die Wüste und Einöde, gleich vom Vers 1 weg, wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Zaron. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Also die Steppe, die Wüste, das Land, das jetzt wüst ist, zu dem Zeitpunkt, als der Prophet hier geredet hat, der Libanon, nicht, der würde die Pracht der Herrlichkeit des Herrn sehen. Stärket die müden Hände und machet fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Wieder dieser Trost, dieser Hinweis, der Trost Israels. Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, das ist euer Gott. Er kommt, und jetzt heißt es hier, zur Rache. Gott, der vergilt, der kommt, sollte aber nicht zur Rache über sein Volk kommen. Er sollte zur Rache kommen über alle jene, die das Volk Gottes ablehnen, die es nicht bereit sind, die Botschaft, die ihnen das Volk bringen sollte, das Licht, das ihnen das Volk bringen sollte, die das verachten. Für die würde er kommen, als ein Gott der Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Das heißt, hier wird ein Helfer angekündigt für das Volk Israel. Wie soll er ihnen helfen? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Wir denken jetzt natürlich sofort an die Wiederkunft Jesu, denn für uns gibt es nur ein Ereignis, wo sich das erfüllen sollte, dass die Augen der Blinden aufgetan werden, die Ohren der Tauben geöffnet werden und dann im Vers 6, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stumme wird frohlocken. Wenn wir das so lesen, das ist für uns üblicherweise für Christen, die so die Bibel lesen, aus der neutestamentlichen Perspektive, dann denkt man sofort an die Offenbarung und da sagt man, das ist eine Verheißung, die sich erst beim zweiten Kommen Jesu erfüllen würde. Wenn wir aber diesen Textzusammenhang richtig lesen, dann werden wir nie dahinter kommen, können wir nie sagen, dass das erst am Ende der Zeit stattfinden würde, dass der Messias hier zuerst getötet werden müsste, bevor er die Augen der Blinden auftut, bevor er die Ohren der Tauben auftut und die Lahmen springen lässt. Denn wenn wir weiterlesen, heißt es hier, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Das wird ja nicht im Himmel sein. Im Himmel wird ja keine Wüste sein, wo da plötzlich Wasser hervorspringen wird. Er merkt schon, das sind Beschreibungen, die hier eindeutig auf die damalige Situation
zu beziehen ist, in der sich Israel und die Welt damals befand. Und dann heißt es hier im Vers 7, und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Deiche stehen. Und wo es Dürre gewesen ist, an den Orten auf dieser Erde sollen Brunnquellen sein, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Und dann heißt es hier, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, nach Zion kommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird dir bei ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wenn ihr diesen Text im Zusammenhang steht, lest, auch von Kapitel 33 her weiter, dann werdet ihr merken, ab von Kapitel 33, 34 und so weiter. Das sind alles Kapitel, die von der Wiederaufrichtung Israels nach der babylonischen Gefangenschaft sprechen. Von der Rückführung der Juden aus dieser Gefangenschaft. Besonders dieser Vers 35, 10, die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion mit Jauchzen. Das ist nicht das, was erst im Himmel sein wird, sondern das war ein Plan, den Gott hatte, dass Israel mit Jauchzen wieder zurück in ihre Heimat kommen sollte, nach Jerusalem, um dort wieder neu mit Gott zu wandeln. Und dort sollte die Bahn vorbereitet sein. Das heißt, der Weg sollte hier vorbereitet werden, auch durch Stimmen in der Wüste, die Gott ihnen schon damals gesandt hatte. Alles Konzepte, die wir hier in diesem Zusammenhang sehen können. Und alle diese Verheißungen, und ich erinnere euch noch einmal, aus diesem Buch Propheten und Könige, wo Ellen White dort auf Seite 496 geschrieben hat, wo sie auf ähnliche Prophezeiungen auf den Jesaja hinweist und sagt, diese Prophezeiungen hätten sich schon damals in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft erfüllen sollen. Und die ganze Welt sollte in diesem Sinn praktisch auf das Kommen des Herrn vorbereitet sein. Jetzt wollen wir uns nochmal die Frage stellen, ja, hat sich von dem, was hier in Vers 35, in Kapitel 35, in Jesaja 35 steht, doch schon etwas erfüllt, als Jesus damals nach Israel kam, auf diese Erde kam? Wie war es um diesen Trost bestellt? War dieser Trost da? Hat der Messias auch hier Augen der Blinden aufgetan? Hat er die Ohren der Tauben geöffnet? Hat er Lahme springen lassen? Ihr merkt schon, es wäre jetzt völlig verkehrt zu glauben, dass nicht etwas davon, was hier steht, sich damals schon buchstäblich erfüllt hat. Der Messias kam und diese Dinge sind geschehen. Jesus hat geheilt, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Als gläubige Menschen das damals sahen, die haben gerade in diesen Heilungen erkannt, das ist der Messias. Das Volk hat eindeutig darauf hingewiesen. Ist das nicht der Christus? Wer anders sollte solche großen Taten tun und solche großen Werke tun? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben nichts anderes zu tun gehabt, ihn letztendlich trotzdem als Betrüger darzustellen, weil er eben nicht nach ihren Vorstellungen gelebt und gewirkt hat. Aber eigentlich, wenn wir das so lesen hier, in Jesaja 35, müssen wir sagen, das ist doch Reich Gottes, das hier anbricht. Blinde werden sehend, die Tauben werden hörend, die Lahmen springen und alles, was da das Wasser spricht aus der Wüste hervor, ja, davon haben wir beim Kommen Jesu offensichtlich nichts gesehen. Aber die Frage stellt sich, warum haben sich nicht auch alle anderen Verheißungen, die damit in Verbindung standen, nicht schon damals erfüllt? Könnte es sein, dass hier das Volk sich den Weg nicht richtig vorbereiten hat lassen? Achten wir noch darauf, vielleicht abschließend für heute und bei diesem Thema dann das nächste Mal weiterzumachen.
Achtet darauf, wie Johannes der Täufer aufgetreten ist und wie er über den Anbruch des Reiches Gottes gesprochen hat. Und aus alttestamentlicher Sicht bricht das Reich Gottes dann an, wenn zum Beispiel solche Wunder geschehen, wie hier in Jesaja 35 beschrieben. Das war für das Alte Testament, für die Erwartung der Aufrichtung des Reiches Gottes eine Pflicht, ja? Dass Kranke gesund werden und letztendlich auch Tote auferstehen, das steht auch in anderen Zusammenhängen bei Jesaja. Und als Markus sein Evangelium geschrieben hat, berichtet er etwas über die Botschaft des Johannes des Täufers. Lesen wir in Markus Kapitel 1, Vers 14 und 15. Da heißt es: Nachdem aber Johannes gefangen gelegt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium. Entschuldige, da ist von Jesus schon die Rede, aber wir können das gleich in Verbindung bringen, weil das Evangelium, das Jesus dann nach Johannes dem Täufer gepredigt hat, genau das gleiche war, was hier Jesus dann gebracht hat. Da heißt es, als Jesus kam und sprach: Die Zeit ist erfüllet und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war die Botschaft von Jesus. Johannes der Täufer, wissen wir, der hat noch verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus, einige Monate später, nicht, als er auftrat und gleich nach seiner Taufe auftritt, sagt er, die Zeit ist erfüllt. Welche Zeit ist erfüllt? Offensichtlich die Zeit, die die Propheten im Alten Testament vorausgesagt haben, dass das Reich Gottes, und Jesus sagt hier, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Ja, kann man wirklich sagen, als Jesus in diese Welt kam, dass das Reich Gottes herbeigekommen ist? Und jetzt müssen wir fragen, wo war denn Johannes zu dieser Zeit, als Jesus auftrat und vom Reich Gottes zu predigen begann und dann Kranke heilte und sogar Tote auferweckte? Wo war dann der Wegbereiter zu diesem Zeitpunkt, der von Gott verheißen war, dass er den Weg des Herrn vorbereiten wird und alles Fleisch wird die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir wissen, die Antwort ist, Johannes war zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis bereits. Und da schlagen wir Matthäus 11 auf und dort ist Johannes im Gefängnis und lässt von dort Jünger aussenden, um Jesus eine Frage zu stellen. Und ihr kennt diese Frage in Johannes 11, sollten sie ihn fragen, bist du der da kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Eine Frage, die dieser Wegbereiter im Gefängnis an Jesus durch Boten ausrichten ließ. Ist es nicht eine traurige Geschichte? Jetzt ist Johannes zu dem Zeitpunkt, als Jesus dabei war, Zeichen der Aufrichtung des Reiches Gottes zu machen, Tote werden auferweckt, Augen der Blinden werden geöffnet, Stumme werden hörend oder sprechen und Taube werden hörend. All das erfüllt sich hier und der Wegbereiter wird missachtet, der wird verworfen und letztendlich wird er im Gefängnis geköpft. Stand das irgendwo bei den Propheten, dass es so kommen müsste? Jesus hat hier in diesem Zusammenhang eine Antwort gegeben, wie wir das zu verstehen haben. Warum das jetzt so gekommen ist? Obwohl bei keinem der Propheten nur ein Gedanke drinnen steht, dass das das Schicksal des Wegbereiters sein würde, obwohl Jesus gesagt hat, es steht irgendwo geschrieben. Und wir behalten uns dieses Rätsel weiter, wo das dann wirklich geschrieben ist, worauf sich dann Jesus bezieht. Also lesen wir noch diesen Vers hier im Vers 11, Kapitel 11, Matthäus 11. Da stellt Jesus den Leuten, als diese Boten von Johannes kommen, die Frage, Vers 9, oder was seid ihr hinausgegangen? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet.
Und jetzt achtet, was Jesus jetzt hier sagt. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten sollte. Da sagt Jesus jetzt nicht, siehe, er ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, sondern er sagt, er ist der, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg bereiten sollte. Und wenn ihr eine Bibel habt mit Parallelstehen, da steht hier Malachi 3,1. Da hat also Jesus hier den Johannes dem Täufer nicht mit Jesaja 40 in Verbindung gebracht. Und es ist interessant, dass es keine einzige Stelle gibt, wo Jesus den Johannes den Täufer mit Jesaja 40, mit der Stimme eines Predigers in der Wüste in Verbindung gebracht hat. Das haben zwar die Evangelisten, die das Evangelium geschrieben, gemacht. Das hat der Johannes der Täufer von sich selbst gesagt. Aber Jesus, interessanterweise, zitiert diese Jesaja-Stelle nicht, sondern wir werden das nächste Mal sehen, er zitiert mehrere Male die Stelle in Malachi 3, Vers 1. Dort haben wir also eine Prophezeiung, die Jesus noch einmal als eine zweite Prophezeiung auf Johannes den Täufer bezieht. Die erste Prophezeiung, Malachi 3, 22 und 23, wo er sagt, der Prophet Elia wird kommen, die bezieht Jesus auf den Johannes, aber auch den Vers 1. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Jesus möglicherweise das gesamte Kapitel 3 des Malachi als ein Werk, als eine Prophezeiung sieht, die sich an Johannes dem Täufer, an diesem Wegbereiter erfüllen sollte. Und ich möchte euch einladen, dass ihr bis zum nächsten Mal für euch das Kapitel Malachi 3 genau durchlest und studiert und euch dort die Frage stellt, ob ihr vielleicht dort in diesem Kapitel etwas drinnen findet, was das Schicksal des Johannes des Täufers sein würde, dass es das gleiche sein würde wie das des Messias. Vielleicht finden wir dort etwas. Der Frage wollen wir das nächste Mal nachgehen. Jedenfalls bis hierher war es so, dass all das, was über den Wegbereiter vorausgesagt wurde, sich eigentlich nicht erfüllt hat. Und das, was wir bis jetzt nirgends gefunden haben, dass er leiden und sterben sollte, gleich wie der Messias, das haben wir gefunden, dass das ihm passiert ist und dass das geschehen ist. Eine sehr bemerkenswerte Entwicklung und eine Geschichte, die wir hier vor uns haben, wo wir uns die Frage stellen, ja, wie ist hier der Plan Gottes? Erfüllen sich die Prophezeiungen, die Gott vorhergesagt hat? Oder erfüllen sie sich nicht? Oder erfüllen sie sich ganz anders, als sie Gott haben wollte? Denken wir weiter darüber nach. Lassen wir noch etwas Rätselhaftes offen, denn wir wollen ja unser Thema weiter fortsetzen. Und auch in der Zwischenzeit soll sich jeder von euch auch weiterhin Gedanken machen, was er darüber vielleicht auch selbst entdecken und finden kann. Jedenfalls merken wir, dass Gottes Plan offensichtlich immer anders war, als es letztendlich im Volke Gottes gekommen ist. Möge Gott helfen, dass es nicht heute, dass sich diese Geschichte des alten Volkes Israel in der Wegbereitung des Herrn sich nicht im Volk Gottes der Endzeit wiederholen möge. Damit das nicht passiert, studieren wir diese Geschichte und ziehen hoffentlich die richtigen Schlussfolgerungen daraus. Gott segne uns, wenn wir über dieses Thema weiter nachdenken. Ich hoffe, es waren wieder Gedanken dabei, die euch weitergeführt haben, die wieder manche Aspekte, wo wieder manche Aspekte dazugekommen sind. Und ja, wenn etwas nicht verständlich war, dann lasst es mich wissen. Bis jetzt seid ihr ziemlich schweigsam, aber ich hoffe, dass das ein Zeichen ist, dass ihr mit dem einverstanden seid. Und wenn nicht, dann sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass man auch über Fragen auch in Diskussion kommen kann. Ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen und das Thema wieder weitermachen können. Lasst uns noch miteinander ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir wollen dir wieder Danke sagen für diese Zeit, die wir wieder verbringen konnten. Lass uns dieses Thema über den Wegbereiter, den du angekündigt hast,
in seiner Tiefe und in seiner ganzen Fülle richtig verstehen. Lass uns dahinter deinen Plan erkennen, den du für das Heil deines Volkes und für das Heil dieser Welt gelegt hast. Und lass uns auch verstehen, warum so vieles von dem, was du wolltest, nicht in Erfüllung gegangen ist, in der Weise, wie du es vorgesehen hast. Warum diese Welt bis heute noch auf wirkliche Erlösung, auf Frieden, Zuversicht, auf einen großen Trost wartet. Und warum auch dein Volk und auch wir als deine Kinder immer noch Wartende sind. Wir wollen dich bitten, dass du weiterhin unser Studium segnest, jeden Einzelnen in seinem Nachdenken und hilf, dass wir auch anderen Menschen das verständlich machen können, was zu ihrem Heil notwendig ist. So segne uns und begleite uns bis zum nächsten Mal und lass uns das nächste Mal wieder in Freude und in Gesundheit und auch mit dem nötigen Interesse beisammen sein. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich wieder und wünsche euch Gottes Segen weiterhin und der liebe Gott mit euch, wo überall ihr seid. Und ja, mit dem einen oder anderen werden wir uns demnächst bald wiedersehen. Gott segne uns und bis bald.